und herzlich willkommen zu einem neuen Englischvideo der Streberfabrik. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen im Englischen. Was machen wir alles in dem Lernvideo? Wir sehen uns den Satzbau an der Frage, Fragewörter, die verschiedenen Frageformen und die sogenannten Question Tags, also Frageanhängsel. Beginnen wir mal mit den unterschiedlichen Frageformen. Zum einen gibt es die Entscheidungsfrage. Hier ist die Antwort lediglich mit Ja oder Nein möglich. In Entscheidungsfragen mit dem Verb to be wird die Position von Subjekt und Verb getauscht. Also vom Aussagesatz You are from Spain tauscht nun die Position des Subjekts und des Verbs in der Frage Are you from Spain? Ihr könnt sehen, You are you? Hier wurde was getauscht. Und eine Antwort könnte sein, yes, I am, no, I'm not, beziehungsweise no, I am not. Bei der Antwort müsst ihr noch aufpassen. Bei der bejahten Antwort dürft ihr keine Kurzform hernehmen. Bei der verneinten Antwort dürft ihr schon, also da dürft ihr auch no, I'm not sagen. Dann gibt es die Frage, und zwar ein Fragewort plus to be. Das heißt im Deutschen zum Beispiel, wie geht es Susan and Scott? Im Englischen würde das dann folgendermaßen lauten. How are Susan and Scott? Bestandteile sind hier das Fragewort, gelb markiert, dann die Form von to be, das Verb, und dann noch der Rest, zum Beispiel Subjekt und so weiter. Eine mögliche Antwort wäre hier, they are fine. Kommen wir nun zur Entscheidungsfrage plus Hilfsverb. Das kann zum einen eine Frage mit to have sein. Have you got a dog? Yes, I have. No, I haven't. Also ihr könnt sehen, das Hilfsverb have wird hier für die Frageeinleitung benutzt. Ähnlich ist es mit dem Verb to do. Auch hier wird es für die Einleitung benutzt. Do you have a new car? Yes, I do. No, I don't. Das Hilfsverb wird also zur Einleitung der Frage und schließlich auch in der Antwort benutzt. Die Satzstellung ist hier wie folgendermaßen. Das Hilfsverb, rot markiert, plus Subjekt, plus Verb und dann der Rest. Oder wenn ihr noch ein Fragewort habt, das Fragewort, dann das Hilfsverb, dann Subjekt, dann Verb und dann der Rest. Also zum Beispiel, where have you got your new shoes? Kommen wir nun zu Fragen ohne Fragewörtern. Die Stellung ist hier wie folgendermaßen. Das Hilfsverb plus Subjekt plus Verb plus Rest. Im Simple Present wäre das dann wie folgt. Do you watch TV? Yes, I do. No, I don't. Do, das Hilfsverb, you, Subjekt, watch, Verb und TV stellt den Rest dar. Im Simple Past verändert sich das Hilfsverb do zu this. Did you watch TV? Yes, I did. No, I didn't. Im Present Perfect haben wir das Hilfsverb have, also damit wird es ja gebildet. Deswegen benutzen wir jetzt have, um die Frage einzuleiten. Have you watched TV? Yes, I have. No, I haven't. Wie sieht es nun bei Fragen mit Fragewörtern aus? Eigentlich relativ ähnlich, nur dass hier lediglich das Fragewort an erster Stelle steht, also Fragewort plus Hilfsverb plus Subjekt plus Verb und dann der Rest. Zum Beispiel, what do you do? Where did you go after the match yesterday? How long have you lived in New York? Ihr könnt sehen, hier hat sich von der Stellung eigentlich kaum was verändert, nur dass eben noch das Fragewort an erster Stelle steht. Ein ganz wichtiger Unterschied ist auch zwischen Subjekt- oder Objektfragen. Die Subjektfrage ist ein Fragewort plus Verb plus Rest. Zum Beispiel, who goes to the shop? Wer geht zum Laden? Antwort, Subjekt plus Verb plus Rest. Susan goes to the shop. Susan geht zum Laden. Die Objektfrage ist Fragewort plus Hilfsverb plus Subjekt plus Verb plus Rest. Zum Beispiel, who did Susan phone last night? Und was ihr beachten müsst, ist gerade bei den beiden Sätzen Who phoned Susan und Who did Susan phone. Hier ist ja nur ein minimaler Unterschied.
Allerdings haben wir hier einen großen Bedeutungsunterschied. Beim einen handelt es sich um eine Subjektfrage, beim anderen um eine Objektfrage. Das erstere, who phoned Susan? Hier wird ja nach dem Subjekt gefragt, also wer rief Susan an? Scott phoned Susan. Ihr seht also in der Antwort, Scott ist das Subjekt, nach dem wird gefragt als Subjektfrage. Who did Susan phone? Das ist nun eine Objektfrage. Wen rief Susan an? Susan ist ja hier in dem Fall jetzt das Subjekt. Es wird nach dem Objekt, also Scott, gefragt. Susan phoned Scott. Jetzt habe ich hier noch eine Liste mit Question Words for you, also Fragewörtern. What, im Sinne von was, what is your name zum Beispiel, when, wann als, when does he come, where, wohin, where do you live, why, warum, zum Beispiel why are you late, who, where, who is that girl, whose, bedeutet wessen, whose pen is it, which, welcher, welches, which book do you like best, how, wie, how are you, how much, wie viel, how much is the dress, how many, wie viel, how many computer games have you got. Um uns nochmal rückblickend sozusagen zusammenzufassen, können wir festhalten, dass wir zwischen Entscheidungsfragen und allen weiteren Fragen entscheiden, sowie zwischen Subjekt- und Objektfragen. Bei der Stellung, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, gilt allgemein folgender Aufbau: Fragewort plus to be plus Rest in den Entscheidungsfragen und in allen weiteren Fragen Fragewort plus Hilfsverb plus Subjekt plus Verb plus Rest. Und Fragewörter sind, wie wir vorhin gesehen haben, zum Beispiel who, where, when. So, kommen wir nun noch zu den Question Tags. Das sind sogenannte Frageanhängsel. Wir verwenden sie eher in der gesprochenen Sprache, wenn wir von unserem Gesprächspartner Zustimmung erwarten. Also was wie nicht wahr, stimmt's, oder im Bayerischen auch gell. Und bei der Bildung muss man beachten, dass wenn der Hauptsatz bejaht ist, das Frageanhängsel dann verneint ist. You are Susan, aren't you? Wenn der Hauptsatz verneint ist, ist es genau umgekehrt. Das Frageanhängsel ist dann bejaht. Also he isn't Scott, is he? Und wie ihr seht, wird hier natürlich das Verb aus dem Satz benutzt. Also you are Susan, aren't you? Wir haben hier das gleiche Verb. Danke fürs Zusehen. Bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr uns wie immer gerne kontaktieren auf unserer Webseite oder in YouTube oder natürlich auf Facebook findet ihr uns auch.